Willkommen bei Underdog Games. Hast du auch schon Magenkrummeln, wenn du an Satisfactory 1.0 denkst? Hast du Probleme beim Kacken? Möchtest du vielleicht lieber aufs Klo? Oder willst du deine Fabrik komplett abreißen und neu bauen? Das sind Fragen, die ich dir nicht beantworten kann, beziehungsweise ich kann dir 10 gute Gründe mit an die Hand geben, warum du deine Fabrik von Null auf neu bauen solltest. Wenn dir mein Content gefällt, du dir vielleicht auch die neue Staffel anschauen möchtest, jetzt hier ab 1.0 bei mir auf dem Kanal, lass mir doch ein Abo da und jetzt kommen wir zu den 10 Gründen, warum du deine Fabrik neu aufbauen solltest. Viel Spaß und nicht vergessen, Toilette spülen. Und da kommen wir auch schon zum ersten Kapitel. Die neuen Features und Inhalte. Mit dem Release von 1.0 kommen viele neue Features, Gebäude und Mechaniken ins Spiel. Neue Ressourcen, fortschrittliche Maschinen und verbesserte Produktionsketten. Und all das will gut durchdacht sein. Die alte Fabrik wurde auf den bisherigen Spielstand, auf das, was ihr bisher verarbeiten konntet und mit den Maschinen, die ihr hattet, abgestimmt. Aber die neuen Features erfordern vielleicht oder sogar sehr gewiss einen komplett neuen Ansatz. Das bedeutet, das macht schon mal Sinn, alles abzureißen und neu zu bauen. Grund Nummer 2. Optimierungspotenzial durch neue Forschung. Die neuen Forschungsbäume und Technologien ermöglichen eine effizientere Produktion. Anstatt die alten ineffizienten Systeme mühsam anzupassen, zu überlasten, zu takten oder wie auch immer, kann es echt sinnvoll sein, bei Null anzufangen und alles von Grund auf neu zu planen. Diesmal natürlich mit dem Wissen und der Technologie, die man inzwischen hat, beziehungsweise die man weiß und auch was so ein bisschen geleakt wurde. Bedeutet zum Beispiel, dass ihr ja jetzt aktuell die Festplatten beziehungsweise die Rezepte finden könnt, die eurem Tierlevel angepasst sind. Das heißt, wenn ihr am Anfang wirklich ein Rezept sucht und die Festplatten entschlüsselt in der MAM, dann könnt ihr hergehen und könnt natürlich das auch nochmal rerollen, ist ja auch möglich, und könnt so eure Fabrik von Anfang an schon viel effizienter und ich sag mal viel abgestimmter aufbauen. Also allein deshalb ist es schon mal gut, neu anzufangen. Grund Nummer 3. Bessere Layouts für effizienteren Platzverbrauch. Also wenn wir ehrlich sind und Hand aufs Herz, wir haben alle unsere ersten Fabriken schon echt chaotisch aufgebaut. Also ich sag mal so, ich baue meine heute ja noch chaotisch auf, aber das ist ja was anderes. Und mit der Erfahrung und dem Wissen über Satisfactory, wie man was baut, also all das, was man an Platz, an Fließbandmanagement, an Zügen und so weiter, was man da schon gesammelt hat, kann man jetzt vielleicht beim Neustart das nutzen, um wirklich Platz zu sparen und eine richtig effiziente große Fabrik auf kleinerem Platz zu bauen. Ja, also viel strukturierter und besser organisiert ist hier eigentlich das Schlüsselwort. Grund Nummer 4. Optimierte Verkehrswege und Logistik. In der neuen Version, also 1.0, gibt es viele Verbesserungen im Bereich Logistik und Transport. Optimierte Zugstrecken, kürzere Transportwege und intelligente Verteilungssysteme. Ja, aber wenn wir auch mal die neue Drohne anschauen, ich weiß nicht, ob die einfach nur ein kleines, wie heißt das, ein Remake oder eine Grafik-Overhaul hatte oder ob sie auch ganz anders funktioniert. Fakt ist, die Verteilungssysteme sparen Zeit und Ressourcen. Ein Neuaufbau ermöglicht dir tatsächlich, diese Systeme von Anfang an ideal einzuplanen. Also auch da Logistik, Transport und Zeitersparnis könnte da wirklich viel ausmachen. Grund Nummer 5. Kreativer Neuanfang für Design und Ästhetik. Ja, vielleicht willst du diesmal nicht nur eine funktionale Fabrik, sondern auch eine echt schöne Fabrik bauen. Also, wie es innen drin funktioniert, wissen wir jetzt. Aber wie es außen richtig schön verpackt wird, wissen wir meistens nicht. Das heißt, ein Neuaufbau gibt dir die Chance, von Anfang an auf Design zu achten. Dass man wirklich sagt, ich baue mir jetzt eine richtig schöne Halle, wo der Zug reinfährt. Ich baue mir jetzt eine richtig schöne Produktionshalle für Schrauben. Ihr wisst ja, Schrauben. Ich kotze gleich, wenn ich an Schrauben denke. Egal. Also, das heißt, ihr könnt dann jetzt dadurch einfach diesen Neustart nutzen, um einfach das Effiziente mit dem, was man sich manchmal abgespart hat, und zwar dem Schönen, dem Design, zu verbinden. Oder man nimmt symmetrische Layouts, das geht ja auch. Durchdachte Beleuchtung. Also die neue Fabrik kann nicht nur effizient sein, sondern auch optisch wirklich ein Hammer werden. Grund Nummer 6. Ausnutzung neuer Ressourcenstandorte. Mit dem Release von 1.0 können bzw. werden sich die Standorte verändern. Das heißt, manche Standorte verschwinden komplett, manche Standorte verändern ihre Qualität, was die Ressourcenmenge angeht. Und ein Neuaufbau der Fabrik bietet die Möglichkeit, diese Ressourcenquellen, ich sag mal, strategisch besser zu nutzen und, naja, die Produktionslinien direkt von Anfang an darauf auszurichten. Ja, ihr werdet sehen, es werden einige verschwinden, einige dazukommen, neue Stoffe dazukommen, aber auch die vorhandenen werden verändert werden. Und das ist natürlich eine Sache, die, naja, im laufenden Fabrikbetrieb ziemlich ein Problem werden könnte.
Und deshalb ist ein Neuanfang in meinen Augen da wirklich sinnvoll. Grund Nummer 7. Alte Fehler vermeiden und effizienter arbeiten. Jeder von uns, oder fast jeder von uns, außer die absoluten Klugscheißer, hat beim ersten Durchgang Fehler gemacht. Ja, ich sag mal, sei es komplizierte Förderbandführung, Energieengpässe oder Maschinen, die ihr da rumstehen habt und gar nicht richtig anlaufen, weil sie einfach nicht mehr richtig mit Ressourcen versorgt werden, also ungenutzte Maschinen. Ein kompletter Neuanfang ermöglicht es tatsächlich, diese alten Fehler zu vermeiden oder vom Beginn an einfach alles besser zu planen. Ja, ich habe das auch, ich habe einige Fabriken gehabt, die wirklich gar nicht genutzt waren, weil ich einfach die Ressourcenengpässe hatte und gar nicht die Maschinen alle zum Laufen bekommen habe, die aber alle im Standby da rumgedümpelt sind. Also das macht keinen Sinn in meinen Augen und das Wissen hat man jetzt und demnach kann man da wirklich besser bauen und die alten Fehler vermeiden, um die Effizienz, und darum geht es ja im Spiel, zu steigern. Grund Nummer 8. Die Community und Mods als Inspiration. Ja, es ist so. Also die Satisfactory Community ist riesig und ihr seht ja auch, wie auf meinem Kanal die Sache abgeht, so wie ich hier was in Satisfactory poste oder ein Video mache oder anfange zu spielen oder eine Staffel starte, geht's rund. Und das ist eine riesige Community, die super geil ist und unglaublich kreativ. Ja, also ich sag mal, es geht von beeindruckenden Bauwerken bis hin zu extrem genialen Mods, ich möchte mal an die Plus-Mod erinnern. Und ein Neuanfang gibt einem die Möglichkeit, sich A, von diesen Sachen inspirieren zu lassen und B, könnt ihr hergehen und könnt diese Konzepte bzw. Diese Mods in eure eigenen Fabriken mit integrieren in euren Spielstand. Wenn ihr aber jetzt da zurückbleibt und sagt, nö, ich bleib hier vor 1.0, ich bleib einfach keine Ahnung was für eine Version, dann könnt ihr die neuen Mods, die dann auf 1.0 hoffentlich auch mal final bleiben, gar nicht nutzen. Und das ist für mich auch ein Hauptpunkt, auf jeden Fall mitzugehen und bei der neuen Version bzw. bei 1.0 dann zu bleiben, weil ich einfach auch dann, ja, ich sag mal, das alles können möchte und auch wenn ich möchte, dann modden möchte, so dass das Spiel so läuft, wie ich es möchte und wie es mir gefällt und nicht dann zurückbleibe und dann einfach ja keinen Mod-Support mehr habe. Na, deshalb, Community und Mods ist ziemlich wichtig, deshalb auch ein Grund, 1.0 den Schritt zu gehen. Grund Nummer 9, Endgame-Content und Megaprojekte. Also, wenn du wirklich das Endgame erreichen möchtest, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du gigantische Produktionsmengen brauchst. Und wenn du das schon gemacht hast, dann weißt du ja, wie es läuft, aber ein Neuaufbau hilft dir, deine Basis von Anfang an so auszulegen, dass du später problemlos auf ein Megaprojekt oder eine Megabase skalieren kannst. Jetzt kommt dazu, wir alle wissen, es wird keine Story geben, keine Story-Erweiterung, es wird einfach weggecuttet werden aufgrund von zeitlichen Engpässen, auf Budget, ich habe keine Ahnung, ist auch nicht so schlimm, mir geht es tatsächlich da auch nicht um die Story bei dem Spiel, mir geht es wirklich um das Spielen an sich und um den Aufbau der Fabrik und der Automation. Dennoch ist es so, wenn ihr jetzt natürlich vor 1.0 stoppt und mit der alten Fabrik bleibt, könnte das Probleme geben, dass ihr quasi das Endgame gar nicht richtig erreichen könnt. Dass ihr gar nicht diese wunderbaren, glubbeligen Schleimkisten bauen könnt. Oder dass ihr dieses merkwürdige, lila leuchtende Gas oder was auch immer es ist, produzieren könnt. Also all diese Dinge, da wäre ich mir nicht sicher, ob das auch so wirklich funktioniert. Deshalb, wenn ich wirklich so ein Mega-Ding vorhabe und was Großes bauen möchte und beeindrucken möchte und Spaß haben will, dann würde ich tatsächlich neu bauen, um das Mega-Projekt oder das Endgame auch so erreichen zu können, wie es tatsächlich ist oder wie es tatsächlich von den Entwicklern gedacht ist. Meiner Meinung nach einer der Hauptgründe mit dem Punkt Nummer 8, was die Mods angeht, auf die Version 1.0 zu wechseln. Und hier, last but not least, Grund Nummer 10. Die Freude am Neuanfang und der Lernprozess. Der Reiz des Neuanfangs. Also, es macht einfach Spaß, mit all dem Wissen und den Erfahrungen, die man gesammelt hat und auch den Fehlern, die man gemacht hat, nochmal bei Null zu beginnen und die Fabrik, ja, ich sag mal, so zu bauen, dass sie besser, schöner, effizienter ist als jemals zuvor. Sind wir uns einig, es wird niemals die perfekte Fabrik geben. Es wird immer jemanden geben, der schöner baut, der es krasser in die Natur mit integriert, der irgendwie bessere logistische Wege findet, der einfach toller ist. Aber der Lernprozess und die stetigen Verbesserungen sind genau das, was Satisfactory so macht, beziehungsweise so macht, dass es süchtig macht. Apropos süchtig machen. Wenn ihr mehr von meinem Inhalt sehen wollt, lasst mir bitte ein Abo da. Und wenn euch das Video gefallen hat, gerne auch ein Like, denn dann sehen wir uns öfter. Und das ist tatsächlich momentan ziemlich cool, weil mein Kanal wächst wie Schwein. Das ist positiv gemeint. Und deshalb freue ich mich über jeden, der mitmacht. Kommt auf den Discord-Server vorbei. Wir können ein bisschen texten, wir können ein bisschen babbeln. Ich bin da, wo ihr seid. Bis dann, danke und ciao, ciao. Let's go. High score. Watch me fly, watch me fly.
Let's come.